Herzlich willkommen zurück, Leute, bei Let's Play Minecraft mit euren Gaming-Dudes. Du musst dich vorstellen. Ach so, Sato? Und Suzuke. Das hat ja schon fast gut geklappt. Das hat perfekt geklappt. Ja, auf jeden Fall. So stand sie auf meinem Zettel. Du hast ein Skript. Aha. Natürlich. Ich bin ein gefährlicher Kickboxer. Mein Skript ist das Beste. Okay, okay, okay. Ja, was hatten wir denn letztes Mal gemacht? Die berüchtigte Frage. Ja, also ich glaube, du hast Dingens. Ich war ja okay. Verhindert. Nehmen wir es so. Ich war verhindert. Ich hoffe, ich habe hier noch Administrationsrechte. Fragst du? Nö, habe ich nicht. Wir mussten den Server nochmal neu aufsetzen, also. Naja. Dann regnet es halt. Solange die Framerate nicht einbricht? Ja, die ist in Ordnung. Ich habe hier 70 Frames. Ja, siehst du, dann ist doch alles okay. Ja, ja. Dann, was haben wir letztes Mal gemacht? Das war diese Aufnahmesession, wo ich hier alleine unterwegs war und du bloß über Skype dazu geschaltet warst. Ja. Und das ist auch schon eine ganze Weile her. Bestimmt 5 Minuten oder so. Wenn's mal so wäre. Wenn's mal so wäre, ist richtig. Hier ist ganz viel Redstone. Brauchten wir das nicht irgendwie? Ja. So folge er mir. Wir müssen gucken, wo wir das noch brauchen. Na, das Redstone ins Inventar packen. Ich habe auch noch Redstone. Hier, für dich. Schön. Mehr war es nicht. Tut mir leid. Aber ich habe noch ein paar Redstone. Überlegen, da vorne konnte man, glaube ich, rein. Das ist schon echt lange her, dass wir auf dieser Map waren. Oh, yeah. Ja. Bestätigung, man kann hier rein. Gut, dann werden wir auch gleich sicherlich wissen, wie unsere Konstruktion damals aussah. Sie bestand aus ganz vielen Repeatern, offensichtlich. Ja. Du hattest doch den Plan, wie man einen Repeater baut, oder? Ich gebe dir einfach mal die Hälfte des Redstones. Fuck. Es gibt mir echt die Hälfte des Redstones und ich habe gerade keinen blassen Schimmer, wie man die Scheißteile baut. Ich brauche. Ist ja ein bisschen wie bei Artitect damals. Also, Kinder, wir brauchen einen Stift, ein Stück Papier und eine Schere. Fragt bitte eure Eltern vorher, ob sie für euch vielleicht das Papier schneiden können. Denn eine Schere kann sehr gefährlich sein. Ich wollte jetzt irgendeinen schlechten Witz mit dem Dildo machen, aber naja, gut, das lasse ich lieber. Origami Skills over 9000, sage ich da bloß. Oh mein Gott, du kannst aus einem Stück Papier 10 Dildos falten? Oh mein Gott, die Frauen stehen bestimmt auf dich. Ich rede jetzt nicht von mir, aber okay. Ich habe das jetzt einfach mal so in den Raum geworfen, dass das eine ziemlich coole Fähigkeit wäre. Erst nur bescheiden. Okay. Ja, ich soll sagen, du musst es ja wissen, aber nee, das ist nicht gut. Das wäre nicht gut. Gar gleich. Nicht gut. Nee, nee, nee. Ja, gar nicht gut. Nee, nee. Also, vergessen wir das schon. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich kann auch nicht viel machen, solange du da die Repeater baust. Ich kann, bevor ich jetzt hier wild umherlaufe und irgendeinen Quatsch mache, mal reingehen und die Abstände ausmessen. Das kannst du natürlich tun. Das ist gut. Nicht, dass ich uns hier den Weg verbaue. Also, mal sehen, wie viele Blöcke reichen das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Blöcke. Gut. Jetzt stellt sich natürlich auch wieder die Frage, geht das in beide Richtungen? Sicherlich, oder? Was? Naja, wir haben doch immer hier noch so einen Repeater, der den Stromkreis weiterleitet. Also es gibt die Repeater, die die Kolben aktivieren und es gibt die Repeater, die ganz einfach nur den Strom weiterleiten. Diese Repeater, die den Strom weiterleiten, ja, die haben einen Radius von 14 Blöcken. Okay. Haben wir irgendwo Cleanstone? Keine Ahnung. Bräuchte ich nämlich. Ich klaue hier einfach mal einen Repeater und bastel das. Hab nämlich nicht genug. Ich habe auch nichts im Inventar. Doch, 10 habe ich im Inventar. Wie viel brauchst du? Viele. Viele. Reichen 10 erstmal? Ich glaube kaum, aber naja,
besser als gar nichts. Ich gucke ja erstmal hier die Kisten durch. Wenn nicht, hier stehen Öfen, ich kann die Öfen zumindest einheizen. Ja, du kannst ja ordentlich was aufs Feuer werfen. Jo. Ich werf das mal hier hinten hin. Könntest du, wenn du... Na, na. Du hast es schon. Du hast es schon. Ich fange gar nicht erst an, es zu beschreiben, okay? Sag doch einfach da, wo ich bin. Also wo du bist. Naja, ich hätte jetzt gesagt, wenn du nach vorne guckst und dich jetzt ein bisschen nach rechts drehst, dann würdest du es sehen. Das hätte ich gesagt. Das ist mir zu hoch. Ja, das habe ich befürchtet. Also, ich brauche ganz viele Redstone-Fackeln. Holz habe ich, das ist schön. Okay, dann machen wir sicher und packen das genau bei dem 14. Block hier hin. Also, Kinder, lasst uns Redstone mit Peter bauen. Da regnet es gleich erstmal rein. Wir brauchen dafür ganz viele Redstone-Fackeln. Wisst ihr denn, wie man die baut, Kinder? Hey. Ja, es ist natürlich sehr toll, dass keiner sehen kann, was du da machst. Das finde ich auch. So, Kinder, und nun macht das hier und dann das und dann... Verdammt, ich habe ein entscheidendes Detail vergessen. Welches? Es geht nicht nach beiden Seiten. Das funktioniert nicht. Du bist Vater? Nee, das nicht. Aber geht schon in die richtige Richtung. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Ich werde mein Kind Dieter nennen. Dieter Laser. Weil der Name einfach mal so geil ist. Dieter Laser Sato Suzuki Junior. Ja. Der perfekte Name für einen Sohn. Er wird mal Schauspieler. Da bin ich mir ganz sicher. Ein echter Laser, weißt du? Oh yeah. Ein bisschen Redstone hier. Und da haben wir die Erde. Jetzt. Also ich habe 33 Repeater bei mir. Sollte eigentlich nicht reichen. Aber es ist ein Anfang. Du könntest sie ja schon mal hinpacken. Wo denn? Naja, hast du noch unsere Konstruktion so ungefähr im Kopf? Also du kennst mich. Vor jedem Kolben kommt ein Repeater. Ja gut, wir hatten das ausgetüftelt, du oder ich? Wir beide. Ich glaube, wir beide haben das irgendwie ausgetüftet. Ah, ich sehe gerade, du hast ja sogar schon die Redstone-Spur gelegt. Naja, ich leite das gerade schon weiter. Kannst ja durchgehen. Gut, dann beginne ich jetzt Repeater zu bauen. Ah, und da habe ich die Schaufel kaputt. Nein! Jetzt muss ich mit meinen kalten Händen im Dreck graben. Moment, kannst du da mal einen Repeater hinsetzen? Auf dem Block vor dir? Da, wo das Redstone... Genau. Auch in die Richtung? Okay, nee. Nein, da ist ein Repeater und ich komme nicht ran. Ja, dann kannst du jetzt rangehen. Okay. In welche Richtung muss der zeigen? Warte, ich gucke einfach mal. Ich glaube, das ist egal. Yep. Ich glaube nicht, dass es egal ist. Da war einfach bloß zu wenig... Oh, sorry. Da war zu wenig Leitung übrig vom Redstone. Weißt du? Das regnet rein. Naja. Das ist hier normal. Das soll so sein. Wusstest du nicht, dass Redstone viel effektiver ist, wenn es mit Wasser in Berührung kommt? Nein. Nein? Ich wette, das wusstest du auch nicht. Nein. Bis eben wusste ich es. Ja, das glaube ich dir. Hier! Da! Next! Ja, ja. Ganz ruhig, ganz ruhig. Du machst Lucky Lucky! Nee, nicht Jar Jar Binks, nein. Tötet es, bitte. Ach komm. Denn, also hier nicht unbedingt Jar Jar Binks, aber halt dieser Dialekt von denen. Ja. Ich hätte lustig von den Gangloops. Eine unglaubliche Synchronsprecherleistung. Hier muss er hin. Da ist schon Platz und so. Ich weiß nicht, die Gangloops, die sind so ein kleines Völkchen für sich, weißt du? Die sind ein bisschen wie die Bayern. Und somit haben wir eine weitere Zielgruppe verloren. Oh. Naja. Dim. Das gehört ja irgendwie dazu. Natürlich gehört das dazu. Eigentlich schade. Bloß zwei weitere Redstone-Blöcke und das hätte gereicht. Ja. Naja, was soll's. Wir haben's ja eigentlich hier mit dem Redstone, ne? Ja, Redstone haben wir genug. Reicht doch für diese Seite, oder? Ich hoffe mal.
So. Also das Redstone reicht auf jeden Fall. Okay. Die Repeater reichen, ist halt, ob halt das Stein reicht. Ah, ja. Aber du hast doch schon was in den Ofen geworfen, oder? Ja, klar. Ich habe auch gerade hergestellt. Schon noch ein paar. Okay, schön. 12 Repeater sind noch da. Ja, jetzt brauche ich jetzt eine Erde. Hol dir doch einfach welche von da hinten. Ja, es kann ja sein, dass noch was in den Kisten ist, oder? Ja, natürlich. In den Kisten ist haufenweise Erde. Was habt ihr denn in euren wertvollen Kisten? Erde. Überall Erde. Naja, da ist ganz viel. Ja, wenn wir nichts haben, Erde haben wir. Ja. So, das muss natürlich hier schick aussehen. Also machen wir die Reihe hier unten auch noch voll. Ah, ich habe sogar perfekt gehabt. Ah, also super betroffen, sagst du. Ja. So, die Reihe ist komplett fertig. Gut, ja, dann könnten wir ja mal auf die andere Seite gehen und den Knopf drücken. Muss ja funktionieren und so. Jo. Ups. Ja, doof, wenn ich. Hätte dann auch was Melancholisches. Sag mal, hast du eigentlich Nahrung dabei? Klar, ganz viel. Echt, ganz viel? Jo. Okay, weil ich habe gar nichts mehr. Ich hatte hier 2 Hähnchen am Anfang, aber naja, musste ich schon essen. Ich habe noch 26 gebratenes Schweinefleisch. Okay. Und 44 Hühnchen. Aber eigentlich müsste ich doch auch was dabei gehabt haben, oder? Ich war doch vorher allein unterwegs. Ja, aber vielleicht hast du bei deiner Expedition sehr viel verbraucht. Hm. Weißt du, was das Problem an unserer Konstruktion ist? Nein. Sie funktioniert nicht. Es gibt kein Problem, es gab doch nie eins. Jetzt ist natürlich die Frage, woher kommt das? Ich mach mal den Repeater. Ich habe da so ein ganz mieses Gefühl. Ich komm einfach mal zu dir. Ja, ich glaube, es bestätigt sich gerade. Ah, wir sind leider unfähig im Umgang mit Redstone. Ach, wir sind gar nichts. Wir sind voll fähig. Das hast du schon gut gesagt, wir sind gar nichts. Ja, belass es dabei. Ach, Laberstuhl, zeig mal her. Moment. Okay, also, das Problem. Der Schalter ist hier und wenn ich ihn drücke, dann, naja, siehst du ja. Ich kann ihn auch nochmal aus. Das Ganze wird hier halt von dem Redstone Repeater gespeist. Wenn ich den wegmache, dann geht's auch runter. Echt, dieser eine Redstone Repeater, der dazwischen ist? Ich glaube mal, das wird für jeden gelten. Kannst ja mal das Ding anmachen. Siehst du? Läuft. Warum haben wir uns das nicht vorher überlegt? Ich dachte, wir hätten damals schon irgendwie was ausgetüftet, was, naja, funktioniert. Ich glaube, so baut man das auch nicht. Aber anders funktioniert es halt nicht, ne? Naja, das muss anders funktionieren. Normalerweise. Vielleicht hätten wir uns das mal vorher angucken können. Irgendwo. Ach, hier, komm, ne? Wir sind Männer. MacGyver, sowas von. Ja, okay, ich brauche ein Kaugummi, 2 Tic Tacs, eine kleine Zwille und 2 Redstone-Blöcke und dann schaffen wir es. Aha. Dann jage ich nämlich diese gesamte Welt in die Luft. Dann ist es nicht mehr vonnöten. Richtig. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, wie lösen wir denn das Problem? Also ich habe ja keine Ahnung. Wie lösen wir denn das Problemchen? Am besten mit einem Becherchen. Oh je, oh je. Na gucke mal. Was denn? Aha, okay. Das ist sehr interessant gerade. Ja. Ich lass mich mal überraschen, was du dir da überlegst. Ich lass mich auch mal überraschen bei dem, was ich mir gerade überlege. Ja. Alles. Wir hätten uns vielleicht die Basics zu Redstone mal durchlesen sollen. Wir hätten auch mal das lassen können. Wäre langweilig gewesen. Okay. Ach, Redstone. Wenn du so drauf bestehst. Auch schon Redstone. Hm. Vielleicht einfach bloß eine weniger komplizierte Vorrichtung gebauen können. Eine weniger komplizierte Vorrichtung, ja. Und die wäre? Ja. Ich höre. Ich warte eigentlich, dass du irgendwas sagst, weißt du? Na, gucke mal.
Das funktioniert nicht.